Anfangen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung Grundbegriffe der Informatik. Zunächst, wie kriege ich, jetzt, ein paar organisatorische Sachen. Also, es gibt eine Klausur, nicht wahr? Das wissen Sie inzwischen. Wir haben mittlerweile über 700 Anmeldungen. Für den Übungsschein müssen Sie sich auch anmelden. Der späteste Termin, an dem Sie sich noch anmelden können, sowohl für die Klausur als auch für den Übungsschein, ist Montag, der 1. März. Man kann sich auch wieder abmelden. Bei der Klausur, wenn man tatsächlich nicht teilnimmt, ist das auch wichtig, dass man sich abmeldet. Und das geht online bis eine Minute vor Beginn der Klausur, also Samstag, 6. März, 8:59 Uhr. Danach geht das nur mit einem ärztlichen Attest. Also wenn Sie nicht teilnehmen, melden Sie sich bitte rechtzeitig wieder ab. Und zwar also möglichst früh, sobald Sie wissen, dass Sie sicher nicht teilnehmen wollen. Nicht erst so kurz vor der Klausur. Das ist gedacht für Leute, die ja noch kurzfristig krank werden, ja. Wir sind froh, wenn wir möglichst früh genau wissen, ziemlich genau wissen, mit wie vielen Teilnehmern müssen wir rechnen. Für den Übungsschein können Sie sich formal auch wieder abmelden vom Übungsscheinerwerb. Das geht, habe ich irgendwas eingestellt mit 3. März, aber Übungsschein können Sie probieren, so oft Sie wollen, rein theoretisch, wenn Sie keine Fristen überschreiten. Deswegen sich da abzumelden, ist gänzlich überflüssig. Kommen wir zur großen Übung. Und danach Vorlesung und am Ende, nach der Vorlesung, zeige ich Ihnen noch die Ergebnisse der Vorlesungsevaluation und der Evaluation der großen Übung. So, vor einer Woche haben wir noch so ein bisschen was gemacht mit Mastertheorem und so. Kurz noch ein paar Worte dazu. Also, manchmal hat man Algorithmen. Zum Beispiel Sortieren von Zahlen, da löst man das Problem, eine große Liste von Zahlen zu sortieren, indem man die große Liste zerhackt in kleinere Listen, mit denen irgendetwas macht, also die irgendwie herstellt, mit den kleineren Listen etwas macht, mutmaßlich sortieren und dann aus den kleineren sortierten Listen die große sortierte Liste wieder zusammenzusetzen. Also allgemein, sie zerhacken ein Problem der Größe n in Teilproblem der Größe n durch b, und zwar a Stück davon, sinnigerweise a größer gleich 1, ja, damit es irgendwie schwierig wird, und das b echt größer 1, damit Sie hier wirklich eine kleinere Problemgröße haben. Und ich habe jetzt hier einmal ausnahmsweise noch n durch b abgerundet hingeschrieben, damit es präzise ist. Es gibt halt keine Problemgröße 3,5 oder sowas. Ja. Und dann haben Sie eben A mal den Aufwand, diese kleineren Problemgrößen zu bearbeiten und haben da den entsprechenden Zeitbedarf. Und dazu kommt eben der Verwaltungsaufwand für Teilprobleme herstellen und hinterher aus den Teillösungen die ganze Lösung zusammensetzen. Das stecken wir in eine Funktion f von n. Und dann hat man also so eine Rekursionsformel, ja, da Funktion t hängt, kommt hier zweimal vor mit unterschiedlich großen Argumenten. Und man möchte gerne wissen, explizit, wie groß ist denn dann t von n in Abhängigkeit von n, wenn f von n irgendeine Funktion ist, die man hoffentlich kennt. Und dann gibt es dieses sogenannte Mastertheorem, das sagt also, wenn man jetzt mal den Logarithmus dieser Zahl a, Anzahl Teilprobleme zur Basis b, um wie viel man die Probleme verkleinert. Wenn man das mit R bezeichnet, dann in drei harmlosen Fällen weiß man, was explizit für T von n rauskommt, asymptotisch. Nämlich, wenn das f von, und es geht jetzt hier dann immer darum, f von n zu vergleichen mit der Funktion n hoch R, n hoch Logarithmus zur Basis b von a. Wenn das f von n in Anführungszeichen deutlich schwächer wächst als n hoch R, genauer gesagt um mindestens einen Faktor n hoch Epsilon schwächer als n hoch R, dann ist t von n asymptotisch n hoch R.
wenn das f von n asymptotisch so schnell wächst wie n hoch r, dann das gesamte t von n wächst wie n hoch r mal log n. Und wenn das f von n hier der Verwaltungsaufwand um mindestens einen Faktor n hoch Epsilon für ein positives Epsilon stärker wächst als n hoch r, also mindestens wie n hoch r plus Epsilon, und wenn noch eine zusätzliche Bedingung erfüllt ist, dann der Zeitaufwand für t von n ist asymptotisch so groß wie der von f von n. Mitteilung 1, diese Fallunterscheidung ist nicht vollständig. Zum Beispiel, wenn Sie für f von n sowas haben wie n hoch r mal log n, dann wächst das natürlich nicht schwächer als n hoch r minus epsilon. Das wächst noch nicht mal schwächer als n hoch r. Es wächst auch asymptotisch offensichtlich nicht genauso schnell wie n hoch r. Da ist ein log n, Faktor log n mehr dabei. Das ist mehr als eine Konstante. Und dieses Mehr ist aber nicht genug, dass Sie es nach unten durch n hoch Epsilon abschätzen können. Ja, log n wächst schwächer als jedes n hoch Epsilon. Also der dritte Fall trifft auch nicht zu. Noch nicht mal diese Forderung hier, geschweige denn die Zusatzforderung. Also solche Funktionen f von n gibt es durchaus, wo einem dann das Master-Theorem gar nichts sagt. Und es gibt auch Fälle, da ist zwar für das f von n diese Bedingung hier, die für den im dritten Fall die Bedingung hier noch erfüllt, aber diese zusätzliche Forderung, über die ich gar nicht im Detail geredet habe, die wird verletzt. Das passiert zum Beispiel bei Funktionen, die so ein bisschen hin und her wackeln. Also das nicht aus den Augen verlieren, und es funktioniert eben nur für Rekurrenzen von dieser Bauart. Sie brauchen A Teilmenge, Teilprobleme der Größe n durch b. Es geht nicht sowas wie A Teilprobleme der Größe n minus etwas, n minus 3 oder so. Ja? Da hilft Ihnen dieses Master-Theorem überhaupt nicht weiter. Dieses Mitschleppen von n durch b runden wir immer schön ordentlich auf und ab, ist lästig, und deswegen lässt man es auch, und die Mitteilung ist, man darf es auch ignorieren. Da gibt es Verallgemeinerungen sozusagen, also erstmal Verallgemeinerungen von dieser Formel hier. Und aus den Beweisen geht dann auch hervor, dieses Auf- und Abrunden, das kann man sich alles sparen, das muss man nicht so genau nehmen. Da gibt es insbesondere so eine Arbeit von den Herren Agra und Bazzi. Und was die bewiesen haben, das läuft Ihnen vielleicht später nochmal über den Weg. Aber nicht hier, ja? So. Woher kommt, zumindest für einen Fall, will ich Ihnen so grob skizzieren, warum das richtig ist, was da im Master-Theorem steht. Der Einfachheit halber, also stellen Sie sich mal vor, das n ist eine Potenz von b, sodass diese n durch b und dann die n durch b und so weiter, das alles schöne Zahlen sind und wir das mit dem Abrunden wirklich lassen dürfen. Akrabazi sagt, wir dürfen es sowieso ignorieren. Was ist dann? Also, dann hat man also am Anfang ein Problem der Größe n. Und was hat man dann als Aufwand? Also erstens dieses f von n, das ist hier gerade rechts da mal hingeschrieben. Und dann teilt man das noch auf in a Teilprobleme. Die haben die Größe n durch b. Dann habe ich also a mal so ein Teilproblem der Größe n durch b. Was mache ich mit diesen Teilproblemen? Na, rekursiv das gleiche wieder. Jedes Mal, ich habe so einen Verwaltungsaufwand f von n durch b. Und zwar a mal, ja, für jedes von den a Teilproblemen, also a mal Aufwand f von n durch b. Und in jedem von diesen a Teilproblemen, aus jedem von denen mache ich jeweils wieder a noch kleinere Teilprobleme. Dann habe ich also hier a Quadrat Teilprobleme. Was mache ich mit denen? Ja, das gleiche wieder, solange die noch nicht ganz klein sind. Ich teile die wieder auf. Also ich habe hier dann Teilprobleme. Die haben die Größe n durch b, also n durch b Quadrat. Habe ich a Quadrat Teilprobleme der Größe n durch b Quadrat. Und für jedes mache ich wieder weiter, habe ich Aufwand f von n durch b Quadrat, a Quadrat oft. Haben also so viel Verwaltungsaufwand zusätzlich. Und dann habe ich kleinere Teilprobleme und a hoch 3 davon und so weiter und so weiter und so weiter.
Und dann zerhackt man, zerhackt man, zerhackt man. Jedes Mal ein Faktor a mehr als Teilproblemen, an Teilproblemen, die immer kleiner werden, n durch b hoch 3, n durch b hoch 4. Und irgendwann ist man bei n durch b hoch l. Und das ist dann so klein, das ist dann vielleicht 1 oder b oder irgendeine Konstante. Dann bin ich also bei irgendeinem a hoch l Teilproblemen und jedes hat die Größe n durch b hoch l und n durch b hoch l ist, sagen wir mal, einfach 1. Ja? Und dann haben Sie Teilprobleme der Größe 1 und dann müssen Sie mit denen rein theoretisch noch was machen. Und jetzt stellen wir uns mal der Einfachheit halber vor, Teilprobleme der Größe 1, da müssen wir gar nichts mehr tun. Zeitaufwand für die ist 0. Also zum Beispiel sortieren, wenn Sie eine Liste der Länge 1 haben und Sie müssen die sortieren, dann müssen Sie nichts mehr tun. Die ist einfach sortiert. Ja. So, und wenn n durch b hoch l gleich 1 ist, das heißt n ist b hoch, ist gleich b hoch l, und das heißt, dass l, diese Anzahl der Abstiege in der Rekursion, das ist log n zur Basis b. Ja. Das ist das Groß L. Und der Gesamtaufwand für den ganzen Algorithmus, wenn wir annehmen, da unten für Teilprobleme der Größe 1 müssen wir gar nichts mehr machen. Was übrig bleibt, ist einfach hier die Summe aller dieser Verwaltungsaufwände f von n plus a mal f von n durch b plus plus plus. Bis a hoch l, f von n durch b hoch l und das Groß L ist log n. So. Das heißt, was als Aufwand übrig bleibt, ist die Summe der a hoch i mal f von n durch b hoch i. I gleich 0 bis l und das l ist Logarithmus von n zur Basis b. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben zum Beispiel den zweiten Fall des Master-Theorems. Also f von n wächst asymptotisch genau wie n hoch r, wobei r dieser Logarithmus zur Basis b von a. Dann diese Summe hier oben, die f von n durch b hoch i, das ist dann einfach n durch b hoch i hoch r. Ja, f von n ist n hoch r. Also f von n durch b hoch i ist n durch b hoch i hoch r. Das schreiben Sie als n hoch r durch b hoch i hoch r oder umgedreht im Nenner b hoch r hoch i. Sie dürfen die Exponenten hier vertauschen, ja. Und dann steht hier b hoch r und b ist der Logarithmus zur Basis b von a. Und das ist dann einfach, b hoch r ist einfach a. Und dann steht hier unten a hoch i und das kürzt sich mit dem a hoch i davor. Und dann haben wir hier einen Summanden n hoch r. Der hängt gar nicht mehr von dem i ab. Und wie viele von diesen Summanden n hoch r haben wir? Von 0 bis groß L, also L plus 1 von diesen Summanden. Also L plus 1 mal n hoch r. Und das L ist log n zur Basis b. Und das plus 1 können wir uns schenken, wenn wir sagen, konstante Faktoren ignorieren wir. Und dann haben wir, dass die Laufzeit asymptotisch log n mal n hoch r ist. Und das ist das, was auch im Master-Theorem steht für diesen Fall, dass f von n ungefähr wie n hoch r wächst. Und für die anderen Fälle 1 und 3 kann man sich dann halt ähnliche, vielleicht ein bisschen kompliziertere Überlegungen anstellen. Und sofern Sie zum Beispiel die Vorlesung Programmieren hören, ist Ihnen sowas auch schon über den Weg gelaufen. Da haben Sie sich ja Merge Sort angeguckt, unter anderen Aspekten, aber wie ist das da mit der Laufzeit? Also wie funktioniert Merge Sort? Naja, also hier machen wir es mal groß. Sie gehen aus von einer Liste von Zahlen, die ist nicht sortiert. Was machen Sie? Sie halbieren die Liste, grob gesagt, in zwei ungefähr gleich große Listen. Also hier, weil es 7 Elemente sind, einmal 4, einmal 3. Und dann haben Sie zwei kürzere Listen. Sie haben zwei Teilprobleme, Größe ungefähr halb so groß wie ursprünglich. Also das A ist 2 und das N durch B, das B ist auch 2. Und Sie sehen, wir ignorieren hier diese Unterschiede plus minus 1. Und es gibt Beweise für Sätze, die sagen, ja, das muss man nicht so genau hingucken. Und was macht man mit diesen Listen? Ja, das gleiche wieder. Solange die Listen noch so lang sind, einfach halbieren, also aus 4
aus der Viererliste werden zwei Zweierlisten, aus der Dreier wird eine Zweier- und eine Einerliste. Und dann wieder, dann haben Sie Listen der Länge 2, die halbieren Sie wieder in zwei Listen der Länge 1, der Länge 1, der Länge 1 und dann haben Sie hier noch schon von vorher eine Liste der Länge 1. Dann haben Sie lauter Listen der Länge 1, die sortieren Sie in Nullzeit. Die sind einfach schon sortiert, jede Liste für sich, ja. Und dann machen Sie das rückwärts, aber ein bisschen sorgfältig. Also wenn Sie zwei Listen haben, die jeweils sortiert sind, Sie mischen die jetzt, wie man sagt, verschmelzen sie zu einer wieder sortierten Liste. Also zum Beispiel aus 38 und 27 machen sie 27, 38, daraus machen sie eine Liste 3, 43, 9, 82 und 10. Und mischen von so längeren Listen, da muss man halt ein bisschen aufpassen, da geht man beide parallel von vorne nach hinten durch und immer das Kleinste nimmt man, also 27 und 3, dann nimmt man erstmal die 3. Und dann rutscht man hier weiter zu 43, 27 und 43, dann nimmt man die 27 und rutscht hier eins weiter, 38 und 43, dann nimmt man die 38 und dann noch die 43. Und Sie sehen, der Zeitbedarf für das Verschmelzen ist proportional zur Länge der verschmolzenen Liste. Und das Aufteilen hier ist praktisch kostenlos und hier hinten genauso schön verschmelzen und dann die beiden Listen schön verschmelzen und man ist fertig. Ja, und was hat man hier? Also immer aufteilen in zwei Teilprobleme. A ist 2. Die Größe der Teilprobleme ist noch ein halb, also das B ist auch 2. Und aufteilen kostet gar nichts sozusagen. Oder höchstens, wenn Sie die Listen konstruieren, neu, vielleicht auch N, weil Sie jedes Element irgendwo hin tun müssen. Verschmelzen dauert auch N. Also das F von N ist N. Also wir haben Gesamtzeitbedarf für Merge Sort T von N ist 2 mal T von N halbe plus ein F von N, das asymptotisch wie N wächst. Und dann sagt Ihnen das Master-Theorem, schöner, das ist der Fall 2, das R Logarithmus zur Basis B von A, Logarithmus zur Basis 2 von 2 ist 1. Und das F von N wächst wie N hoch R wächst wie N hoch 1. Und Master-Theorem sagt Zeitbedarf n log n für Merge Sort. Fertig. Und das ist übrigens so gut, auf was Besseres können Sie beim Sortieren gar nicht hoffen. Aus Gründen, die Sie vielleicht auch irgendwann nochmal bewiesen bekommen. Ja, das noch kurz zu Master-Theorem. Und dann kommen wir jetzt zur Vorlesung. Und da haben wir uns das letzte Mal angefangen, Moore-Automaten anzusehen. Was ist ein Moore-Automat? Also das war etwas, das besteht aus einer endlichen Menge von Zuständen. In Bildern, dann malt man da also irgendwie Kringel hin, die Knoten eines gerichteten Graphen, sozusagen. Und zwar endlich viele Zustände. Deswegen heißen die endlichen Automaten endliche Automaten, weil die Zustandsmenge endlich ist. Und die Zustände hier heißen also Qepsilon, QA, QB, QF und QR. Und dann gehört zu jedem Zustand auch eine Ausgabe. In diesem einfachen Beispiel Automaten, die Ausgabe in jedem Zustand ist 0 oder hier mal 1. Im Allgemeinen, das sind halt irgendwelche endlichen Wörter über irgendeinem endlichen Ausgabealphabet. Und dann gibt es noch das Eingabealphabet. Das ist in diesem Beispiel hier klein a und klein b. Und dann ist das Wesentliche bei einem endlichen Automaten, dass für jeden Zustand, also zum Beispiel Qepsilon, und für jedes Eingabesymbol, zum Beispiel a, festgelegt wird, ein Nachfolgezustand, so nach dem Motto, wenn der Automat im Zustand Qepsilon ist und ich gebe jetzt ein A ein, dann der Automat geht in den Zustand QA zum Beispiel hier. Und wenn ich ein B eingebe, gehe ich in Zustand QB. Und im Zustand QB, wenn ich da ein A eingebe, ich gehe nach Zustand QF. Wenn ich ein B eingebe, dann bleibe ich in Zustand QB. Also dieser gerichtete Graph kann auch Schlingen haben. Und wenn für mehrere Eingabesymbole der Nachfolgezustand der gleiche ist, dann schreiben wir halt die Symbole alle an die Kante, mit dem Komma getrennt. Ja. So,
Das ist ein endlicher Automat. Endliche Zustandsmenge, endliches Eingabealphabet, endliches Ausgabealphabet. Für jedes Paar ein Zustand und ein Eingabesymbol. Der Nachfolgezustand ist festgelegt und für jeden Zustand, es ist ein Ausgabewort festgelegt. In diesem Beispiel ist das Wort immer von der Länge 1, das muss jetzt nicht so sein. So. Und die Zustandsüberführungsfunktion nennen wir im Zweifelsfall immer klein f. Da steckt man also einen Zustand und ein Eingabesymbol rein, neuer Zustand kommt raus. Es gibt übrigens bei den Zuständen insbesondere einen, der ist ausgezeichnet als Anfangszustand, bei dem fängt man dann hinterher immer an, wenn man irgendetwas tut. Ja, und die Ausgabefunktion sagt einem also für jeden Zustand, was ist das Ausgabewort? So, und der Fall, den wir uns jetzt noch ein bisschen genauer angucken wollen, sind sogenannte endliche Akzeptoren. Da ist das so wie in diesem Beispiel, die Ausgabe ist immer nur ein Bit, 0 oder 1, in jedem Zustand, 0 oder 1. Und um das dann ein bisschen übersichtlicher noch hinmalen zu können, man schreibt nicht mehr in jeden Zustand rein, hier ist die Ausgabe 0, dort ist die Ausgabe 1, sondern man malt einfach unterschiedliche Kringel im Zustandsdiagramm. Also akzeptierende Zustände, das sind die Zustände, wo die Ausgabe 1 ist, wie hier das QF. Die heißen akzeptierende Zustände und die malt man mit einem doppelten Kringel. Und alle anderen Zustände, wo die Ausgabe 0 ist, die nennt man ablehnende Zustände, die malt man mit einem einfachen Kringel. So, das sind endliche Akzeptoren. Und dann spezifiziert man halt nicht mehr die Ausgabefunktion, sondern die Menge groß f der sogenannten akzeptierenden Zustände, der Zustände, wo die Ausgabe 1 ist. Und dann hatten wir eine Funktion definiert das letzte Mal, die haben wir f Stern genannt. Und was ist das? F Stern nimmt als ein Argumente einen Zustand, hier jetzt der Anfangszustand des endlichen Akzeptors und ein Eingabewort, ein ganzes Wort, nicht unbedingt ein einzelnes Symbol. Es kann auch das leere Wort sein, kann auch ein ganz langes Wort sein. Und F Stern von Z0 und W, das ist der Zustand, in dem man ganz am Ende landet, wenn man in dem Zustand jetzt hier Z0 anfängt und dann Symbol für Symbol nacheinander alles des Eingabewortes eingibt. Der Zustand, in dem man nach Abarbeitung der ganzen Eingabe ist. Und wenn dieser Zustand ganz am Ende ein akzeptierender ist, wenn der in Groß F ist, dann sagt man, das Wort wird von dem Automaten akzeptiert. Also wenn Sie vom Anfangszustand zu einem akzeptierenden kommen. Und wenn Sie von einem Anfangszustand, von dem Anfangszustand für ein Eingabewort zu einem ablehnenden Zustand kommen, also nicht zu einem akzeptierenden, dann sagt man, das Wort wird von dem Akzeptor abgelehnt. Ja? Und jedes Wort wird entweder akzeptiert oder abgelehnt. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten, in F sein oder nicht in F sein. Und ja, also bei diesem Beispiel, ja, wenn Sie sowas eingeben wie, also der Anfangszustand wird hier immer gekennzeichnet durch so einen kleinen Pfeil aus dem Nichts. Und wenn Sie jetzt hier anfangen und geben ein erstes A, landen Sie in QA, zweites A, Sie bleiben da, drittes A, Sie bleiben da. Wenn dann ein B kommt, sind Sie in QF. Wenn dann noch ein A kommt, sind Sie in QR. Das ist einfacher Kringel, ablehnender Zustand. Deswegen das Wort AAA, BA wird abgelehnt. Aber das Wort AAAB wird akzeptiert. Da landen Sie in QF. Eingabe ist abgearbeitet, Zustand ist akzeptierend. Und was einen dann immer interessiert bei Akzeptoren ist die akzeptierte oder wie man auch sagt, von dem Automaten erkannte formale Sprache. Das sind alle Wörter, die von dem Automaten akzeptiert werden, also für die man ausgehend vom Anfangszustand in einem akzeptierenden Endzustand landet. Und für unser Beispiel hier, das sind also alle Wörter der Form mindestens ein A, vielleicht noch mehr und am Ende genau ein B. Dann sind sie in QF, aber wenn dann noch was kommt, sind sie wieder raus. Oder mindestens am Anfang ein B, vielleicht noch mehr und dann genau ein A, aber nichts weiter. Also für dieses Beispiel, die akzeptierte formale Sprache ist A plus B vereinigt B plus A. Gut. Die eine Variante von Aufgaben ist,
gegeben ist der Automat und man wird gefragt, ja, was akzeptiert er denn so? Beschreiben Sie das bitte mal. Die andere Sorte Aufgaben ist, hier, das ist die Aufgabe, der Automat soll genau diese und jene Wörter akzeptieren. Entwerfen Sie einen Automaten. Das haben wir jetzt hier und das funktioniert für manche formalen Sprachen, aber wie wir dann gleich auch noch sehen werden, es gibt auch formale Sprachen, die sind sozusagen zu kompliziert für endliche Akzeptoren. Da gibt es keinen endlichen Akzeptor, der genau diese Wörter akzeptiert. Also es geht sozusagen, und im Vergleich zu dem, was wir dann gleich im nächsten Kapitel noch anfangen werden, endliche Automaten sind relativ schwach, da können sie jetzt keine weltbewegenden formalen Sprachen akzeptieren, aber trotzdem, also selbst Syntaxanalyse, formale Sprachen, endliche Akzeptoren werden eingesetzt. Ein kleines Stückchen im Compiler ist üblicherweise ein endlicher Akzeptor. Abgesehen davon, es gibt nicht nur die Akzeptoren, es gibt auch die Mu-Automaten mit komplizierteren Ausgaben oder so, die dann auch in anderen Vorlesungen Ihnen über den Weg laufen werden, in Betriebssysteme oder ich weiß nicht wo überall, ja? Bei Netzwerkkommunikation, bei allem Möglichen. So, aber jetzt hier erstmal eine Aufgabe von der Form gegeben ist eine formale Sprache. Man baue einen endlichen Akzeptor, der genau diese Wörter akzeptiert. Und die formale Sprache soll so sein, da sind die Wörter drin, die aus A's und B's bestehen und die folgende Bedingungen erfüllen, nämlich erstens, in dem Wort muss mindestens ein B vorkommen und zweitens, wenn da mindestens ein B vorkommt, gibt es also ein letztes B1, das am weitesten rechts steht. Und vor diesem am weitesten rechts stehenden B in dem Wort muss ein A stehen. Also verboten ist gar kein B. Und verboten ist, vor dem letzten B steht kein A. Also was ist zum Beispiel in der formalen Sprache drin? Ja, zum Beispiel das Wort AB. Ja? Da kommt erstens mindestens ein B vor, wie man sieht. Und vor dem am weitesten rechts gelegenen, ja, das ist dieses einzige B, das da steht, davor ist ein A. Alles in Ordnung. Oder das Wort ABBAB, da kommt offensichtlich mindestens ein B vor. Ja? Und vor dem am weitesten rechts stehenden B, das ist hier das ganz am Ende, steht ein A. Oder hier, hinter dem letzten B, da können noch A's kommen, ja, A, B, A, A, A. Es gibt ein B und vor dem letzten steht ein A. Natürlich. Und verboten ist, vor dem letzten B steht kein A, also zum Beispiel vor dem letzten B steht ein B. Wie hier, A, 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 B, B und dann noch irgendetwas. Oder Sie haben gar kein B, das ist auch verboten. Oder was es auch noch passieren kann, Sie haben genau ein B und Sie haben davor kein zweites B, aber auch kein A. Das einzige B steht direkt am Anfang. Dann steht auch kein A davor. Ja? So, und Behauptung, aber für die Wörter, die in L sind, die diese Bedingung B erfüllen, es gibt einen endlichen Akzeptor. Und diese Sorte Aufgaben ist ein bisschen schwieriger als die Sorte, hier ist der Automat, wie mache ich es denn? Deswegen für diese Sorte Aufgabenstellung, hier machen wir gleich noch ein zweites Beispiel. Aber jetzt erstmal eins. Ja, was muss man da haben? Also, der Automat soll manche Wörter akzeptieren. Hier stehen welche aus L, die müssen akzeptiert werden. Er soll manche nicht akzeptieren. Ja, die Wörter, die nicht in L sind, soll er ablehnen. Er soll nur genau die in L akzeptieren. Das heißt, wir brauchen mindestens einen akzeptierenden Zustand und mindestens einen ablehnenden Zustand. Also mindestens zwei, ja? Gut. Tatsächlich reicht das nicht. Man braucht sogar vier Zustände und das merkt man, wenn man vielleicht erstmal anfängt mit zwei Zuständen und versucht ein bisschen rumzuspielen, dann merkt man, ah, das ist schlecht. Warum ist das schlecht? Stellen Sie sich vor, Sie haben schon etwas eingegeben, was in Ordnung ist. Also meinetwegen das Wort AB. Das Wort ist in Ordnung, ist in L, das heißt, der Automat muss in einem akzeptierenden Zustand sein. Ja? Wenn das die ganze Eingabe ist, muss er ja akzeptiert haben. So, der ist in einem akzeptierenden Zustand.
Und jetzt, ah, das ist genau der Fall, den ich nicht betrachten wollte, Entschuldigung. Na, ich behaupte immer, es ist sinnvoll, vier Zustände zu haben. Machen wir es direkt so. Also erstens natürlich, es gibt Zustände für den Fall, die Bedingung ist erfüllt. Mindestens einen braucht man, wenn man akzeptieren will. Und man braucht mindestens einen ablehnenden Zustand für ja, die Bedingung B, mindestens einen kleinen B und davor vor dem letzten ein A ist nicht erfüllt. Und ja, jetzt weiß ich wieder. Stellen Sie sich vor, man muss jetzt in beiden Fällen tatsächlich noch ein bisschen unterscheiden. Bei dem bisherigen Wort hat das aufgehört mit einem B oder mit einem A? Das werden wir gleich besprechen, ist ganz offensichtlich. Und also das Ziel wird sein, hier, dass der Automat in einem dieser beiden linken Zustände Z0 oder Z2 ist, wenn am Ende des Wortes ein B war. Und ich habe hier noch Anführungszeichen außenrum gemacht, darauf komme ich ganz zum Schluss nochmal zurück. Und in den Zuständen Z1 bzw. Z3, wenn das letzte Symbol der bisherigen Eingabe ein A war. Warum ist es wichtig, diese Unterscheidung zum Beispiel für die akzeptierenden Zustände zu haben? Na, wenn Sie ein Wort, das werden wir jetzt gleich merken. Jetzt haben wir, also ich behaupte, vier Zustände brauchen wir. Und wenn wir jetzt einen Automaten bauen, dann müssen wir also für jeden Zustand und für jedes Eingabesymbol, also sowohl klein a als auch klein b, sagen, was soll der nächste Zustand sein? Also fangen wir mal an mit Z3. Stellen Sie sich vor, der Automat ist im Zustand Z3. Das heißt, die bisherige Eingabe war so, die Bedingung b ist erfüllt. Also das Wort hatte mindestens ein b und vor dem letzten b steht ein a. Und jetzt kommt noch ein A. Ach so, und wir hatten am Ende ein A. Und jetzt kommt hinten dran noch ein A. Was haben wir dann? Dann haben wir am Ende immer noch ein A. Und die Bedingung ist immer noch erfüllt, denn wir haben nur hinten ein A angehängt. Das heißt, das letzte B war weiter vorne. Und wir können sicher sein, dass es eins gibt, weil die Bedingung ja erfüllt ist. Und vor dem letzten B steht natürlich immer noch das A, das vorher auch schon war. Wir haben ja nur hinten weitergemacht, hinter dem letzten B. Da war mindestens noch ein A. Also wenn Sie wissen, Bedingung war erfüllt und am Ende ein A und es kommt noch eins, es ändert sich nichts an den Informationen für den endlichen Automaten, die er braucht. Im Zustand Z2, nee, welcher ist der nächste Z1? Wenn Sie ein Wort hatten, das mit einem A endet, aber nicht die Bedingung B erfüllt, also da war noch gar kein B oder vor dem letzten war kein A, wenn wir jetzt hinten noch ein B dran machen, hinten noch ein A dran machen, wenn vorher kein B war, ist hinterher immer noch kein B. Wenn vorher vor dem letzten B kein A war, hinterher ist es immer noch so. Das heißt, die Bedingung ist weiterhin nicht erfüllt und am Ende steht wieder ein A. Da bleiben wir bei dem Zustand. Wenn Sie sich den Zustand Z2 angucken, Sie hatten ein Wort, das war in Ordnung und es endete mit einem B. Das ist dann also das am weitesten rechts stehende B gewesen und unmittelbar davor war ein A. Wenn Sie jetzt noch ein A hinten dran machen, wenn es noch ein A danach kommt, dann ist immer noch gut. Die Bedingung ist erfüllt. Vor dem letzten B steht ein A. Aber Sie wissen jetzt, wenn jetzt noch ein A kommt, das Wort endet nicht mehr mit B, sondern mit A. Also dann gehen wir für ein A darüber. Und genauso bei Z0, wenn bisher die Eingabe mit einem B endete und das Wort war kaputt, dann heißt das, wenn am Ende ein B war, davor war ein A oder gar nichts. Wenn dann ein A kommt, das Wort ist immer noch kaputt, aber es endet mit A. So. Und jetzt haben wir dann also für jeden Zustand für Eingabesymbol A gesagt, wo sollte man denn wohl hingehen? Und dann müssen wir uns jetzt angucken, was ist wenn das nächste Eingabesymbol ein B ist.
Na, fangen wir mal wieder an bei Z3, glaube ich. Wir haben ein Wort, der Automat ist im Zustand Z3, das heißt, dieser Zustand repräsentiert, die Eingabe war bisher in Ordnung, alles gut, und sie endete bisher mit einem A. Wenn jetzt als nächstes ein B kommt, dann das eins längere Wort endet mit AB. Und dann haben wir also offensichtlich wieder mindestens ein B. Das letzte Symbol ist ja eins. Und weil bisher ein A war und jetzt kommt direkt ein B, dann haben wir vor dem neuen letzten B ein A. Also alles ist in Ordnung. Wir bleiben in dieser Zeile. Und jetzt ist aber das B hinten. Also wir gehen in Zustand Z2. Ach, und jetzt habe ich aber erst mit Z0. Sehen Sie, ich kenne meine Folie nicht. Okay, also Sie werden gleich sehen, von Z3 mit B gehen wir nach Z2. Wenn wir in Z0 sind und es kommt ein B, dann bleiben wir in Z0. Denn wenn bisher ein B am Ende war und es kommt noch ein B, dann haben wir vor dem neuen letzten B ein B und kein A-Wort kaputt. Am Ende ein B-Wort kaputt. Jetzt blätter ich erst weiter, dann weiß ich besser, was passiert. Wenn wir im Zustand Z2 sind, das Wort ist in Ordnung und endet mit B. Wenn jetzt noch ein B kommt, das Wort endet immer noch mit B, aber es ist falsch, denn vor dem letzten B haben wir noch ein B. Also Bedingung B ist nicht mehr erfüllt. Groß B ist nicht mehr erfüllt. So, was ist das nächste? Jetzt kommt Z3, ein B, wir gehen nach Z2. Und was ist in Z1? Wir sind bisher in Zustand Z1. Das heißt, das Wort, das wir bisher gesehen haben, endete mit einem A und es war kaputt. Also, es gab kein B oder vor dem bisher letzten B stand kein A. Aber das Wort, das wir haben, endet mit einem A und jetzt kommt ein B. Und das B, das jetzt kommt, ist dann das neue letzte B. Und das, was davor stand, endete aber mit A und dann ist alles in Ordnung. Und deswegen gehen wir dann nach Zustand Z2. Und damit haben wir jetzt auch für jeden Zustand und Eingabesymbol B festgelegt, wo gehen wir hin. Und ja, jetzt sieht man auch, warum man nicht mit einem akzeptierenden oder einem ablehnenden Zustand auskommt. Also drei Zustände, behaupte ich, reichen nicht. Denn, also gucken Sie sich Z0 und Z1 an. Warum brauchen wir zwei ablehnende Zustände? Naja, je nachdem, ob die bisherige Eingabe mit B oder A endete, wenn das nächste ein B ist, im einen Fall ist das Wort in Ordnung, im anderen Fall nicht. Also diese beiden Fälle. Was ist am Ende ein A oder ein B? Die muss man unterscheiden, wenn das Wort bisher kaputt war. Denn mit dem nächsten B, im einen Fall, es bleibt kaputt, im anderen Fall, es ist in Ordnung. Und analog hier oben bei Z2 und Z3, wenn das auch wieder diese Unterscheidung, am Ende ein A oder ein B, wenn das am Ende ein A ist, und das Wort war in Ordnung und es kommt jetzt ein B, dann ist alles gut. Und wenn aber ein B am Ende war und es kommt ein B, dann ist es kaputt. Und diese beiden Fälle können Sie nur unterscheiden, hier oben bleiben oder nach unten gehen, wenn Sie wissen, war bisher das letzte Symbol ein A oder ein B. Also man braucht mindestens zwei akzeptierende und mindestens zwei ablehnende Zustände. Und übrigens, und das reicht auch. Also das ist auch tatsächlich der kleinste endliche Akzeptor, der es tut. Allerdings, ganz wichtig, bitte nie vergessen, was ist denn der Anfangszustand? Immer sagen, denn woher soll man es wissen? Und gerade wenn ich Ihnen jetzt hier vier Zustände hinmale im Quadrat, welcher soll es denn sein? Ja? Ja. Was ist denn im Anfangszustand? Das ist jetzt eigentlich ein bisschen blöd, denn im Anfangszustand,
Da haben wir ganz am Anfang noch gar kein Symbol gesehen. Da ist am Ende kein A bisher gewesen und da war am Ende auch kein B. Und jetzt könnte man eine Möglichkeit jetzt noch einen fünften Zustand spendieren und dann gucken, also das ist der Anfangszustand, ich habe noch gar nichts gesehen, was passiert denn jetzt, wenn ich ein A sehe, wenn ich ein B sehe? Und dann stellt man fest, von diesem neuen Zustand für ein A, man würde nach Z1 gehen, für ein B, man würde nach Z0 gehen. Und dann sieht man, ah, da kann man ja ein kleines bisschen sparen. Da können wir auch einfach Z0 als Anfangszustand nehmen. Und deswegen habe ich dieses am Ende ein B, am Ende des bisherigen Wortes in Anführungszeichen gesetzt. Wenn Sie das als Anfangszustand nehmen vor dem ersten Symbol, Sie haben am Ende noch kein B. Ja? Aber man kann diesen Zustand Z0 auch als Anfangszustand gleich noch mit missbrauchen. Also bitte nicht vergessen, immer den Anfangszustand kennzeichnen. Ja, und dann haben wir da einen Automaten und der ist schon also nicht völlig banal, ja. Also es gibt einfachere Sprachen, wo die Automaten einfacher aussehen. Aber es gibt auch kompliziertere Sprachen, wo sie dann garantiert 5 oder 10 oder 3 Millionen Zustände brauchen. Sowas gibt es auch. Da ist der kleinste endliche Akzeptor, der hat dann 3 Millionen Zustände. Mit dem will man nicht rumhantieren müssen, aber also vielleicht nicht rumhantieren müssen. Aber ist auch ein endlicher Akzeptor. Auf der anderen Seite lassen Sie sich von so großen Zustandszahlen nicht zu sehr schrecken. Also wenn ich sage, meinetwegen ein Automat mit 256 Zuständen, klingt ja auch schon ziemlich groß, den will man nicht mehr hinmalen. Aber was sind 256 Zustände? Stellen Sie sich vor, die Zustände sind einfach Bitfolgen, dann haben Sie einfach 8 Bits, ja? Und jede Kombination von Nullen und Einsen, jedes Wort der Länge 8 aus Nullen und Einsen, da gibt es 256 davon. Sie können sich einfach vorstellen, der endliche Automat hat 8 Bits gespeichert und 8 Bits speichern ist ja ganz harmlos. Ja. Also, da kommen jetzt noch so Fragen zu diesem Akzeptor hier. Also zum einen hoffe ich gerade argumentiert zu haben, dass man zwei ablehnende Zustände braucht und zwei akzeptierende Zustände braucht. Also unter 4 geht nicht. Probieren Sie ein paar Wörter aus, ob die das Richtige tun. Und Achtung, insbesondere ja, gucken Sie auch so spezielle Spezialfälle immer wie nur ein einzelnes A, ein einzelnes B, das leere Wort. Ja. Ausgehend vom Anfangszustand, wenn man das leere Wort eingibt, da passiert gar nichts. Ist man in dem Anfangszustand. Und das heißt, wenn das leere Wort akzeptiert werden soll, dann muss der Anfangszustand akzeptieren sein. Und wenn das leere Wort nicht zur Sprache gehört, dann muss der Anfangszustand ablehnend sein. Und bei uns in dieser Vorlesung, für jedes Eingabewort, es muss einen Pfad durch den Automaten geben. Für jedes Paar zu aktueller Zustand, nächstes Eingabesymbol. Es ist festgelegt, was ist der eindeutige nächste Zustand. Sie werden zum Beispiel, wenn Sie Informatik studieren, in späteren Vorlesungen theoretische Grundlagen sehen. Man kann da auch Varianten definieren, wo das nicht mehr so ist. Aber wir fangen jetzt erstmal einfach an, ja? So, und dann war die Frage, was ist denn, wenn ich Z1 als Anfangszustand nehmen würde? Das wäre nicht gut, denn wenn Sie in Z1 anfangen und geben ein B ein, dann landen Sie in Z2. Und dann sind Sie in einem akzeptierenden Zustand, obwohl das Wort nur aus einem B besteht und ein einzelnes B ist nicht in der formalen Sprache, das darf nicht akzeptiert werden. Und Z2 und Z3 kommen auch nicht als Anfangszustand in Frage, denn dann würde man das leere Wort akzeptieren und ich habe gerade gesagt, das leere Wort enthält nicht mindestens ein B, das darf nicht akzeptiert werden. Ja? So. Ein anderes Beispiel. Das haben Sie vielleicht sogar schon mal gemacht. Manchmal
haben Sie eine Datei, ein ganz normaler Text, und Sie möchten wissen, in welchen Zeilen ein ganz normaler deutscher Text oder Englisch oder was. Sie möchten gerne nochmal nur die Zeilen aus der Datei sehen, in denen das Wort Informatik vorkommt oder so etwas. Irgendein ganz bestimmtes Wort, irgendein Muster, Wortmuster, klein m. So. Und dann gibt es Programme, denen sagen Sie hier, suche bitte nach dem Wort Informatik in der Datei sowieso. Und das Programm sucht dann, geht dann alle Zeilen des Textes der Datei durch und liefert als Ausgabe nur die Zeilen des Textes, in denen das Wort Informatik zum Beispiel vorkommt. So, da muss man also, muss das Programm für jede Zeile überprüfen, diese Zeile Text, aufgefasst als ein langes Wort, kommt in dieser Zeile Text irgendwo das kürzere Wort Informatik, also dieses Musterwort, irgendwo vor. Und so etwas kann man auch mit einem endlichen Akzeptor machen. Und das wollen wir uns jetzt mal an einem Beispiel ansehen. Also gesucht ist ein endlicher Akzept. Also wir haben ein Musterwort, ein Textmuster, das wir suchen wollen. In unserem Beispiel gleich das Wort. Wie sieht es aus? A, B, A, B, B. Und wir möchten jetzt gerne einen Akzeptor bauen, der alle Wörter aus A's und B's akzeptiert, die so aussehen, irgendwo taucht dieses Teilwort A, B, A, B, B auf. Und davor und dahinter darf noch beliebiges Durcheinander stehen, irgendwelche Wörter W1 und W2 auch aus A's und B's. Ganz egal. Hauptsache, irgendwo hintereinander A, B, A, B, B kommt vor. So, und der endliche Akzeptor soll also genau diese Wörter akzeptieren. Und die Wörter, wo nirgends A, B, A, B, B vorkommt, die soll er ablehnen. Dann fangen wir mal ganz naiv an und schreiben uns erstmal einen Automaten hin, der einfach das Wort A, B, A, B, B ohne noch irgendwas davor, dahinter akzeptiert. Und die plumpeste Möglichkeit, das zu machen, ist, man spendiert halt, ausgehend vom Anfangszustand, für jedes Symbol einen weiteren Zustand, also von Z0 mit dem ersten A nach Z1. Wenn dann das zweite Symbol des Musters kommt, das B, dann gehen wir nach Z2, mit dem dritten Symbol A nach Z3, mit dem B nach Z4 und mit dem letzten B nach Z5. Und wenn wir jetzt erstmal die Schlinge hier noch weglassen, dann haben wir hier jedenfalls schon mal so einen Teil, wenn wir da in Z0 anfangen und geben direkt das Wort A, B, A, B, B ein, dann landen wir in einem akzeptierenden Zustand. Dann landen wir im Zustand Z5 und der sollte dann akzeptierend sein, ja? Denn da steht das Wort, also wenn Sie direkt das Wort eingeben, ist es in Ordnung. Und wenn Sie das Wort erstmal gesehen haben, wenn es dann hinten dran noch irgendwas aus A's und B's kommt, dann müssen Sie nicht mehr groß nachdenken. Das Wort, Teilwort kam vor, irgendwo stand A, B, A, B, B und da können Sie einfach in dem akzeptierenden Zustand bleiben. Wenn hinten dran noch was kommt, ist ja alles gut. Ja? Das heißt, ich gehe noch mal eine Seite zurück. Ne, dieses Problem in Anführungszeichen hinten dran darf noch irgendetwas stehen, das ist schon erledigt. Ja? Einfach bei dieser Beispielaufgabe. Ne? So, ja, jetzt ist aber, wie gesagt, bei uns ein endlicher Akzeptor etwas, da ist für jeden Zustand und jedes Eingabesymbol festgelegt, was ist der nächste Zustand. Und hier steht noch nicht im Zustand Z0, wo soll man denn hingehen, wenn jetzt nicht ein A kommt, sondern wenn ein B kommt. Ne? Und es ist noch gar nicht festgelegt, also zum Beispiel für die Eingabe B, 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 A, B, A, B, B. Was macht denn der Automat? Also da sehen Sie bei diesem Wort am Ende, da steht das, was wir suchen. Aber vorne dran steht halt noch irgendwie viele Bs. Was machen wir da in dem Automaten? Ja, da können Sie jetzt mal kurz für sich überlegen, was Sie tun würden. Wenn da erstmal Bs kommen, die Ihnen nicht weiterhelfen, na, wahrscheinlich haben da doch etliche die richtige Idee. Da bleibt man halt einfach in Z0. Ja. Diese Bs helfen einem gar nichts, wenn das Wort mit Bs anfängt.
Da hat man ja noch überhaupt nichts gesehen von dem Muster, das man sucht. Das, was man sucht, fängt mit A an. Und solange da nicht mindestens ein A kommt, dreht man sich hier halt im Kreis. Ja. Irgendwann kommt das erste A. Also hoffentlich, wenn kein A kommt, dann bleibt man hier in Z0 und am Ende wird abgelehnt. Zu Recht. Aber mit etwas Glück, irgendwann kommt das nächste A. Dann geht man nach Z1 und Zustand Z1 sagt jetzt sozusagen, ah, ein Symbol, das erste Symbol des Musters, das ich suche, nämlich dieses erste A, das habe ich jetzt gesehen. Und wenn jetzt als nächstes ein B kommt, dann gehen Sie nach Z2 und freuen sich, ah, jetzt habe ich schon zwei Symbole, ein Anfangsstück der Länge 2 meines Suchmusters gesehen. Aber was ist denn, wenn nach dem ersten A gleich noch ein A kommt? Also jetzt, wenn Sie so ein Wort haben hier, da kommt hinten das Richtige, aber vorne dran diverse As. Was machen wir da? Also mit dem ersten A gehen wir nach Z1, jetzt kommt noch ein A. Ja, was ist dann der Effekt? Also das erste A hatte offensichtlich nichts mit dem Suchmuster zu tun, aber das A, das wir jetzt zuletzt gesehen haben, das kann man ja nach wie vor ansehen als das erste Symbol des Musters, das wir suchen. Und das heißt, wenn Sie hier in Z1 sind, es kommt noch ein A, dann nicht mehr das A, mit dem Sie hier hingekommen sind, war das Richtige, aber das, mit dem Sie zuletzt hier in Z1 geblieben sind, das war sozusagen das Richtige. Na, also wenn Sie in Z1 sind, Sie können sicher sein, Sie haben zuletzt gesehen ein A, ein Anfangsstück der Länge 1 des Wortes, das wir suchen, aber kein längeres Anfangsstück. Und wenn dann ein B kommt, dann wissen Sie, ja, ich habe das Anfangsstück der Länge 2 gesehen, garantiert. A, B war zuletzt in der Eingabe. Und wenn jetzt ein A käme, dann hätten wir ein Anfangsstück der Länge 3. Aber was ist denn, wenn jetzt wieder ein B kommt? Ja, in Zustand Z2, es kommt ein B. Dann haben wir jetzt zuletzt A, B, B gesehen, aber noch nicht mehr. Und das heißt leider, ja, gar kein vernünftiges Anfangsstück unseres Wortes. A, B, B ist kein Anfangsstück des Wortes, das wir suchen. Das heißt, wenn jetzt hier noch ein B kommt, dann müssen wir wieder zurück an Anfang gehen. Das war ein fehlgeschlagener Versuch. Jetzt kann aber natürlich hinter A, B, B, da kann jetzt natürlich das Richtige kommen. Und dann A, B, B und jetzt A, B, A, B, B. Alles gut, ja. Und irgendwann haben wir A, B, A gesehen. Prima. Das Anfangsstück der Länge 3 des Wortes, das wir suchen. Wenn jetzt als nächstes ein B kommt, haben wir das Anfangsstück der Länge 4 gesehen. Aber was ist, wenn jetzt wieder ein A kommt? A, B, A, A ist kein vernünftiges Anfangsstück. Das ist zu lang. B, A, A ist auch kein Anfangsstück. A, A auch nicht. Aber wenn jetzt hier noch ein A kommt, immerhin, wir haben ein A gesehen und wir können das Beste, was wir tun können, ist sagen, also das maximale Anfangsstück dessen, was wir suchen, ist ein einzelnes A. Das ist das Anfangsstück der Länge 1, deswegen gehen wir in Zustand 1 zurück. So, und dann aber irgendwann haben wir hier ein B. Sind wir bis nach Z4 gekommen? Also wir haben garantiert, wenn wir in Z4 sind, das, was wir zuletzt gesehen haben, war A, B, A, B. Sei es nun, dass wir von Z0 direkt hierhin sind oder sei es, dass wir irgendwann hier A, B, A, B haben oder so etwas. Und jetzt, wenn noch ein B kommt, haben wir gewonnen. Aber was ist, wenn jetzt wieder ein A kommt? Dann haben wir zuletzt gesehen, also weil wir in Z4 sind, haben wir bisher gesehen A, B, A, B. Und jetzt kommt noch ein A. Dann haben wir gesehen A, B, A, B, A. Also sowas hier. In welchem Zustand sollten wir sein? Naja, also wenn jetzt noch ein A kommt, also wir sehen nicht mehr das Anfangsstück der Länge 4. Wir sehen A, wir sehen auch. Ja, doch, aber wir sehen das Anfangsstück der Länge 3. Wir haben zuletzt A, B, A gesehen. Und deswegen können wir jetzt in Z4, wenn ein A kommt,
Dann können wir sicher sein, dass wir zuletzt jedenfalls ABA gesehen haben. Wir gehen in Zustand 3. Wir haben das Anfangsstück der Länge 3 unseres Suchwortes gesehen. Und wenn jetzt AB, AB, AB kommt, wie bei dem letzten Wort, dann das erste AB hat uns nicht weitergeholfen, aber ansonsten sind wir schon schön weit. Und wenn jetzt noch ein B kommt, passt alles. Und jetzt haben wir ein Bild, da ist für jeden Zustand, sowohl für ein A als auch für ein B, überall für beide Fälle festgelegt, was ist der nächste Zustand. Und entsprechende Überlegungen können Sie für jedes andere Wort kürzer oder länger genauso anstellen. Ne? Jo. Und so wie wir das gebaut haben, da habe ich mir natürlich ein bisschen Mühe gegeben, ist das, glaube ich, auch wieder minimal. Mit weniger Zuständen wird es nicht klappen. Aber wenn Sie einen endlichen Akzeptor bauen müssen oder in irgendeinen endlichen Automaten allgemeiner, versuchen Sie nicht gleich besonders effizient zu sein. Lieber ein, zwei Zustände mehr und dafür richtig, als versuchen zu sparen und dafür falsch. Hier ist jetzt noch eine Frage. Was ist, wenn jetzt hier hinten dran A, B, A, B, A, B noch mehr Bs kommen? Also das letzte Wort. A, B, A, B, A, B, B und jetzt noch mehr Bs. Naja, dann ist man halt hier hinten. Hier steht ja B an der Schlinge. Dann bleibt man in Z5 und ist ja in Ordnung, denn irgendwo weiter vorne kam ja das richtige Wort vor. Also nochmal, ne, im Zweifelsfalle lieber einen Zustand mehr. Und dafür einfacher zu verstehen. Bei endlichen Automaten ist die Welt noch in Ordnung. Es gibt Algorithmen, die machen Ihnen aus jedem endlichen Akzeptor einen anderen, der immer noch die gleichen Wörter akzeptiert, aber so wenig Zustände wie möglich hat. Minimierung endlicher Akzeptoren oder allgemeiner endlicher Automaten ist mit einem Programm zu machen. Da müssen Sie sich nicht unbedingt Mühe geben. Das kann man automatisieren. Bei endlichen Automaten, aber sozusagen nur bei endlichen Automaten. Ja. Okay. Also das war jetzt ein drittes Beispiel, was man machen kann mit einem endlichen Akzeptor. Also wenn Sie demnächst mal zum Beispiel so ein Programm namens Grep oder Varianten davon benutzen. Was da intern passiert, ist, naja, ein bisschen komplizierter noch, weil Sie ja nicht nur nach Wörtern, sondern nach komplizierteren Dingen suchen können. Aber im Wesentlichen, was die Maschine macht, ist, sie baut eine Art endlichen Akzeptor und schiebt dann jede Zeile der Datei, in der Sie suchen, durch diesen endlichen Akzeptor durch. Ja, und was ich meine ist, dass Sie da tatsächlich sowas wie reguläre Ausdrücke reinschieben können. Und dann muss man halt für den regulären Ausdruck einen endlichen Automaten bauen. Und das geht auch algorithmisch. Ja, und nach diesen ganzen Beispielen, jetzt mal, die funktionieren, ein Beispiel, wo man sehen kann, das geht nicht mit endlichen Akzeptoren. Es ist unmöglich. Und die formale Sprache, die wir hier nehmen, die ist uns, glaube ich, schon mal über den Weg gelaufen. Die Menge aller Wörter der Form A hoch K, B hoch K, K aus N0 meinetwegen. Also alle Wörter, wo vorne ein Block A steht, dahinter ein Block B und die beiden Blöcke sind exakt gleich lang. Und wir wollen beweisen, kein endlicher Akzeptor, keiner wird genau diese Wörter akzeptieren. Das ist natürlich tendenziell so, nicht so einfach wie ein Automaten hinmalen, denn jetzt müssen wir argumentieren über alle endlichen Akzeptoren überhaupt. Das sind unendlich viele. Und wir müssen beweisen, keiner von den unendlich vielen Akzeptoren akzeptiert genau das. Menge aller Wörter der Form A hoch K, B hoch K. Ja, wie beweist man, dass alle Akzeptoren etwas falsch machen? Ja, einfachste Variante. Man nimmt einen beliebigen her. Man macht keinerlei spezielle Annahmen. Und für diesen beliebigen Akzeptor muss man jetzt zeigen,
Ja, der Akzeptor A akzeptiert natürlich eine formale Sprache, L von A, aber egal welcher, immer, was er akzeptiert, ist nicht diese formale Sprache L da oben. Das muss man jetzt tatsächlich machen. Und hier ist noch alles relativ übersichtlich, nämlich, was muss man denn eigentlich zeigen? L von A ungleich L, was heißt denn das? Naja, das heißt, es ist nicht gleich. Und das heißt, es ist nicht so, dass die beiden Inklusionen gelten, LA-Teilmenge von L und L-Teilmenge von LA. Also es gilt nicht, dass L-Teilmenge von LA ist, oder es gilt nicht, dass LA-Teilmenge von L ist, oder vielleicht ist beides gilt sogar nicht. Ja? Das heißt, also wenn L nicht Teilmenge von LA ist, dann heißt das, die Wörter hier oben akzeptiert der Automat gar nicht alle. Nur manche oder womöglich gar keins. Ja. Ja, dann ist er offensichtlich kaputt, ja. Und der andere Fall, wenn LA nicht Teilmenge von L ist, dann heißt das, die Wörter, die der Automat akzeptiert, die sind nicht alle in L. Das heißt, der akzeptiert was, was nicht so aussieht. Akzeptiert noch irgendwelchen Quatsch. Also wir müssen zeigen, wenn A irgendein Akzeptor ist, eins von beiden ist der Fall. Entweder kriegt es gar nicht hin, alle diese Wörter zu akzeptieren, oder er akzeptiert was, was Quatsch ist, also nicht von dieser Form. Aber diese beiden Fälle hier, die schließen sich nicht aus, ja. Das kann auch beides der Fall sein. Deswegen machen wir mal eine andere Fallunterscheidung. Der erste Fall ist der, der auch gerade da stand. Also, wenn L nicht Teilmenge von L von A ist, wenn der Automat gar nicht diese Wörter A hoch K, B hoch K alle akzeptiert, ja, dann ist er kaputt, ja. Da muss man nicht groß rumreden. Das ist offensichtlich so. Aber es kann ja sein, dass der Akzeptor alle diese Wörter akzeptiert. Also zum Beispiel können Sie eine Akzeptor hinmalen, da brauchen Sie nur einen Zustand, der akzeptiert einfach alles. Lehnt nichts ab, akzeptiert alles. Dann akzeptiert er natürlich auch diese Wörter der Form A hoch K, B hoch K. Aber zum Beispiel der Automat, der alles akzeptiert, wäre ja auch nicht der, den wir wollen, denn der würde jetzt ja eben auch Dinge akzeptieren, die nicht hier drin sind. Und alles, was nicht hier drin sind, soll er ja ablehnen. So, also in dem Fall, aber nur in dem Fall, dass der Automat alle diese Wörter akzeptiert. Da müssen wir jetzt noch zeigen, ja, der akzeptiert jetzt aber auch irgendwelchen Quatsch. Also in dem Fall, da müssen wir jetzt noch was tun, nämlich zeigen, er akzeptiert ein Wort, das die falsche Form hat. Aha. Also wir haben jetzt vor uns die Aufgabe, wir haben einen beliebigen Akzeptor. Wir wissen nicht, wie groß er ist. Nennen wir die Anzahl der Zustände klein m, ja. Und wir müssen zeigen, egal wie groß M ist, egal wie der Automat aussieht, egal ob N M3 ist oder 3 Millionen oder 3 Phantastillionen oder was auch immer. Jedenfalls, wenn der Automat alle diese Wörter akzeptiert, A hoch K, B hoch K, jedenfalls dann akzeptiert er auch ein Wort, das gar nicht zu L dazugehört. So ein Wort müssen wir dann finden. Und tatsächlich, man kann so ein Wort finden. Also, wir haben irgendeinen Akzeptor mit M-Zuständen. Und wir haben jetzt zu zeigen, wenn der Automat alle Wörter aus L akzeptiert, dann auch ein Wort, das kaputt ist. Ja. Wie fangen wir da an? Naja, wir wissen, der akzeptiert alle Wörter aus L. Und jetzt nehmen wir uns erstmal ein Wort aus L her, von dem wir wissen, dass es das akzeptiert. Und da ist jetzt halt der Trick, und wenn Sie den einmal gesehen haben, Sie werden ihn nie wieder vergessen, ja. Wir nehmen das Wort A hoch M, B hoch M. Und M ist die Anzahl der Zustände des Akzeptors. Dieses Wort hat vorne eine Anzahl A's und dahinter gleich viele B's. Das ist also in L. Und weil der Automat alle Wörter aus L akzeptiert, ja, das haben wir hier ausdrücklich als Voraussetzung. Wissen wir, wenn der Akzeptor dieses Wort eingegeben bekommt, er wird am Ende in einem akzeptierten Zustand sein.
Ja, jetzt gucken wir uns mal an, was der Automat macht. Der fängt also in irgendeinem Anfangszustand Z0 an. Und dann, ausgehend von Z0, geben wir das erste A ein. Dann landen wir in einem Zustand, den nennen wir mal Z1. Dann, ausgehend von Z1, gibt man das zweite A ein. Da landen wir in einem Zustand, nennen wir den mal Z2. Und so weiter und so weiter. Und letzten Endes, ausgehend von Zustand Zm-1, in dem wir landen nach m-1 A, wenn wir das letzte A, das mte A eingeben, landen wir in einem Zustand, nennen wir den mal Zm. Also diese Zustände nenne ich so. Das heißt jetzt nicht, dass die alle tatsächlich, dass das alles verschiedene Zustände des endlichen Akzeptors sind. Ganz im Gegenteil. Wir haben gesagt, der Akzeptor, von dem wir ausgehen, hat halt m Zustände. Und wenn Sie jetzt diese Liste von Zuständen angucken, durch die der Automat läuft, wenn Sie ihm die MAs eingeben, also die erste Hälfte von dem Wort W, das sind ja m plus 1 Zustände von 0 bis m. Und der Automat hat aber nur m verschiedene. Und wenn hier m plus 1 stehen, dann können die nicht alle verschieden sein. Da kommt mindestens einer zweimal vor. Also. Und wenn der Automat läuft hier los und irgendwann kommt er zu einem Zustand zurück, da war er schon mal. Und dann ist er in einer Schleife, hat er LAs gebraucht, meinetwegen, um einmal im Kreis zu laufen. Und wenn er erstmal in der Schleife ist, wenn Sie jetzt noch mehr As haben da, der wird einfach weiter in der Schleife bleiben. Denn immer deterministisch, es geht mit dem gleichen Zustand weiter wie beim letzten Durchlauf. Also man kann sich das ein bisschen so skizzieren: Man fängt im Anfangszustand an. Der ist akzeptierend, weil das leere Wort auch von der gewünschten Form ist. Und dann läuft man erstes A, zweites A, drittes A, ites A. Und dann läuft man weiter und weiter und weiter. Und nach einer gewissen Anzahl As muss man wieder bei einem Zustand landen, wo man schon mal war. Das ist unvermeidbar, weil wir mehr As, weil wir so viele As eingeben, wie der Automat Zustände nur hat. Und wenn Sie erstmal da sind, dann, wenn es noch weitergeht, na, dann vorhin sind Sie mit A's hier in diesem Kreis gekommen. Wenn jetzt noch mehr A's kommen, dann laufen Sie weiter im Kreis. Und mehr A's und mehr A's und mehr A's. Und irgendwann sind Sie beim letzten A und Sie landen in diesem Zustand, den wir Zm genannt haben. Den habe ich jetzt hier hinter Zi hingemalt. Das kann aber sogar Zi selber sein, ja. Jedenfalls, wenn Sie bei Zm angekommen sind, sind Sie mindestens einmal im Kreis gelaufen. Und dieser Kreis besteht aus mindestens einem A, ja? Und die Länge dieses Zyklus nennen wir die mal klein l, das ist also mindestens 1. Und dann ist also tatsächlich in dieser Liste von Zuständen, die der Automat durchläuft, Zi gleich Zi plus l. Und dann, ne, also immer l Schritte später, LAs später, man ist wieder im gleichen Zustand. Und dann am Ende sind sie im Zustand M und sind mindestens einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, sie sind L Schritte vorher schon mal im gleichen Zustand gewesen. Also nach M minus LAs, den Zustand hatten wir ZM minus L genannt, das ist genau dieser Zustand ZM. Ja, und der Punkt ist, endliche Akzeptoren haben nur endlich viele Zustände und das Einzige, was sie an Speicher sozusagen haben, sind ihre Zustände. Ja? Wie ich vorhin gesagt habe, diese 8 Bits, die einen Zustand eines Automaten mit 256 Zuständen repräsentieren. Und wenn der Automat in einem Zustand ZM ist, das Einzige, was er von der Vergangenheit noch weiß, ist, naja, also die Vergangenheit war so, dass ich in ZM gelandet bin. Und wenn Sie jetzt aber im Kreis laufen hier, wenn der Automat im Kreis gelaufen ist, dann LAs später oder LAs vorher, er war im gleichen Zustand, er weiß genauso viel oder wenig über die Vergangenheit wie nach MAs. Und was ist denn nach MAs? Also der endliche Akzeptor hat jetzt MAs eingelesen. Wenn jetzt noch MBs hinten dran kommen, dann war die Eingabe A hoch MB hoch M. Da muss der Automat für die MBs auch noch in der Schleife laufen. Das interessiert uns aber gar nicht mehr. Jedenfalls, er landet in einem akzeptierenden Zustand. Garantiert.
das kann auch ein Zustand auf dem Kreis hier sein. Halt irgendeiner und jedenfalls akzeptieren. Und dass ich die Zustände hier, ach so, ja, das ist okay, dass die nicht akzeptierend sind, denn wir hatten ja A's, aber keine B's. Ja, und also wenn der endliche Akzeptor anfängt in ZM und kriegt B's, dann läuft er zu dem akzeptierenden Zustand, weil das, was er gespeichert hat, irgendwie sagt, naja, das könnten zum Beispiel MA's sein. Und deswegen, wenn jetzt MBs kommen, ne, der Automat wird akzeptieren. Aber der Automat hat halt hier etwas vergessen, nämlich was der Automat nicht weiß, ist, wie oft bin ich denn durch diese Schleife gelaufen? Wie viele M waren es denn genau? Das weiß er nicht. Wie viele As waren es denn genau? Das weiß er nicht. Ob das 2, 3, 4, 5 Mal die Länge des Zyklus mehr As waren oder weniger, die Information ist weg. Und deswegen, wenn Sie, können Sie den Automaten jetzt reinlegen und Sie geben ihm ein Wort. Da fehlen ein paar A's. Nämlich genau so viele A's, wie Sie brauchen, um hier einmal im Kreis zu laufen. Und wenn Sie jetzt ausgehen von dem Anfangszustand, jetzt dieses Wort W' eingeben mit weniger A's, in welchem Zustand landen Sie am Ende? Naja, da muss man sich also insbesondere mal angucken, so nach mehr oder weniger vielen A's, in welchem Zustand bin ich? So, und nach den ersten I-A's, die spalten wir mal ab, dann bin ich in dem Zustand F-Stern Z0 AI. Und hinten dran kommt noch das ganze Restwort. Ne? Und jetzt sind Sie im Zustand ZI und jetzt gehen Sie hier einmal im Kreis, tun so, als gingen Sie LAs im Kreis, tun Sie aber nicht. Der Punkt ist einfach nur, nach IAs sind Sie im gleichen Zustand wie einen Schleifendurchlauf später. Das ist nicht Teil der Eingabe, aber Sie können den Automaten jetzt reinlegen. Dann ist er nämlich wieder im gleichen Zustand ZI, Edge. Und wenn jetzt der Rest kommt, naja, dann wird sich der Automat so verhalten, als hätte er ausgehend vom Anfangszustand A hoch M, B hoch M gesehen. Aber Sie hatten ihm LAs geklaut, die Eingabe war falsch, aber er hat es nicht gemerkt, weil der Unterschied, nämlich einmal Schleifendurchlauf, merkt er nicht in Anführungszeichen. Und das heißt, für dieses Wort mit LAs weniger, das also nicht in unserer Sprache groß L ist, nicht gleich viele As und Bs, der Automat wird akzeptieren. Aha. Und dann haben wir das bewiesen, was wir bewiesen wollten. Es gibt ein Wort, das ist ein L von A, aber gehört nicht zu den Wörtern, die akzeptiert werden sollen. Der Automat hat versagt. Weil er sich mit vielen Anführungszeichen nicht genau merken kann, wie viele As kamen denn. Er kann sich das nur merken. Modulo L. Verloren. Jo. Und damit sind wir am Ende mit endlichen Akzeptoren. Wir haben uns nur Moore-Automaten und dazu gehören die endlichen Akzeptoren angeguckt. Und was Sie gerade gesehen haben, wenn ein endlicher Akzeptor ein sehr langes Wort akzeptiert, das aus so vielen Symbolen besteht. Wir haben es gerade mit lauter A's gemacht, aber wenn Sie ein Wort haben, das aus so vielen Symbolen besteht, wie der Akzeptor nur Zustände hat, dann ausgehend vom Anfangszustand, er muss in einer Schleife laufen und deswegen dann das, was in der Schleife steht, das können Sie beliebig oft wiederholen in der Eingabe und der Automat wird den Unterschied nicht merken und am Ende immer noch akzeptieren. So. Ja, und wie schon gesagt, endliche Automaten werden Ihnen noch an vielen Stellen über den Weg laufen. Unter anderem im nächsten Kapitel, wenn Sie aufgepasst haben, das Kapitel über endliche Automaten hatte die Nummer 18. Und wir machen jetzt weiter mit Nummer 20. Man hätte auch mit Kapitel 19 weitermachen können, haben wir früher immer gemacht.
Da geht es nämlich um Dinge, die auch noch eng mit endlichen Akzeptoren zu tun haben. Aber um Turing-Maschinen, um die es jetzt hier gehen soll, möglichst früh zu behandeln, damit sie noch möglichst viel sich damit beschäftigen können, ziehen wir die einfach ein bisschen vor. Wir haben gerade gesehen, ja, bei endlichen Automaten, der Speicher ist endlich sozusagen. Salopp gesagt, die können nicht beliebig weit zählen. Für manche einfach aussehende formale Sprachen, endliche Akzeptoren können sie nicht akzeptieren. Also da entsteht dann schon auch mal der Wunsch, dann vielleicht noch etwas zu haben mit mehr Speicher als nur endlich viel. Ja, konstant viel Speicher, der endliche Akzeptor ist konstant groß, egal wie groß die Eingabe ist. Ja. Das ist halt schon sehr bescheiden. Und deswegen kommen wir jetzt zu Turing-Maschinen. Nicht nur deswegen. Vorneweg eine Erinnerung an etwas aus einem frühen Kapitel. Da habe ich schon mal gesagt, ah, meistens sind unsere Abbildungen ja alle totale Abbildungen, also links total und rechts eindeutige Relationen. Jetzt für dieses Kapitel ist es praktisch, wenn wir uns auch mal erlauben, partielle Funktionen hinzuschreiben. Die sind also immer noch rechts eindeutig, also für jedes Argument gibt es höchstens ein b, sodass f von a gleich b ist, aber es darf eben auch passieren, dass es kein b gibt mit f von a gleich b, also der Funktionswert ist undefiniert. Ja? Also es gibt jetzt, wenn Sie eine Abbildung von a nach b haben, bei partiellen Abbildungen, es gibt Argumente, für die gibt es keinen Funktionswert mehr. Da ist dann einfach vorbei. Und um deutlich zu machen, dass eine Abbildung partiell ist, schreiben wir das dann auch mit einem gestrichelten Pfeil. Das machen manche Leute so. Manche Leute benutzen auch eine andere Notation. Im Zweifelsfall, ich werde es jedenfalls immer noch dazu sagen, hoffe ich. Gut, das sind also partielle Abbildungen. Manchmal gibt es keinen Funktionswert mehr. Und damit kommen wir zu Turing-Maschinen. Die heißen so nach Alan Turing. Wichtiger Mann, hat gelebt von 1912 bis 1954 und hat im Jahre 1936, da war er also ungefähr 24, also wenn Sie im ersten Semester sind, wahrscheinlich die meisten von Ihnen sind noch jünger, also Sie haben noch die Chance, auch so ein bahnbrechendes Werk zu schreiben. Also mit 24 Jahren, als er 24 war, ist seine Arbeit erschienen mit dem Titel On computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem. Das steht da wirklich so. Und das ist schön zu lesen, finde nicht nur ich, ne, finden auch andere, ja, Superior Piece of Expository Writing. Also die Einleitung erstmal, warum er das betrachtet, was er betrachtet. Und dann die Argumentation werden Sie auch verstehen, ja. Ja, und was Alan Turing in dieser Arbeit macht, ist, er führt ein Modell ein für das, wo man heute sagen würde, ein Automatenmodell, ein Rechnermodell, ja, für einen Rechner, einen ganzen Laptop. Sehr einfach, aber die wesentlichen Dinge sind halt noch erhalten und insbesondere die wesentlichen Probleme bleiben erhalten. Ja? Und eins ist dieses Entscheidungsproblem, auf das er sich hier im Titel bezieht. Das kommt sozusagen aus der Mathematik Anfang des letzten Jahrhunderts. Hat mal auf einem Weltkongress der Mathematik der damalige Präsident der Weltvereinigung und aller Mathematiker gesagt, na, es wäre doch schön, unter anderem, hat eine Liste von Problemen aufgeführt. Es wäre doch schön, wenn man einen Algorithmus hätte, der einem für jede Aussage in der Mathematik überprüft, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Damals, Herr Ilbert, hat nicht gesagt Algorithmus, ja, das war also im Jahr 1910 oder irgendwas. Aber das hat er gemeint. Ja. Und was Herr Turing hier in seiner Arbeit beweist, ist, das kann es nicht geben.
Es gibt keinen Algorithmus, der für alle Aussagen überprüft, ob sie wahr sind oder falsch. Und wir werden den Beweis sehen. So, wie sieht eine Turing-Maschine aus? Hier ist so etwas, so ein grobes Bild. Erstens, es gibt eine endliche Steuereinheit. Da habe ich hier einfach nur so einen Kringel hingemalt, der aussieht wie ein Zustand eines endlichen Automaten. Und das ist auch ein Zustand eines endlichen Automaten. Ich habe nur den ganzen endlichen Automaten hier außenrum nicht mit hingemalt. Also aus der Tatsache, dass hier nur ein Zustand hingemalt ist, schließen Sie bitte nicht, dass die Steuereinheit nur einen Zustand hat. Die hat endlich viele mögliche Zustände und zu jedem Zeitpunkt, sie ist halt in einem. Dann gibt es hier etwas, so ein sogenanntes Band. Das ist in beiden Richtungen, geht das unendlich weiter. Das ist aufgeteilt in lauter sogenannte Felder. Und auf jedem Feld steht ein Symbol. Also hier so A, B, B, A, A. Ne? Und es wird, die Sache, was wir uns angucken werden, ist immer, sind so Fälle, da steht auf endlich vielen Feldern etwas Interessantes, so Symbole A und B. Es müssen nicht zwei Symbole sein. Ja? Das Bandalphabet darf größer sein. Aber also so ein endlicher Abschnitt ist interessant und außenrum alles ist beschriftet mit einem sogenannten Blank-Symbol. Ich habe hier mal so einen leeren Kasten reingemalt. Das repräsentiert sozusagen, ach, hier steht übrigens nichts Richtiges, ja. Kein interessantes Symbol. Die Felder sind leer, sagt man dann auch einfach, ja. Also da stehen einzelne Symbole auf den benachbarten Feldern und die Steuereinheit braucht Eingaben und naja, was die Steuereinheit immer als Eingabe kriegt, ist das Symbol, das auf einem Feld steht. Dazu stellt man sich vor, dass der Automat so die Steuereinheit über ein Kabel mit so einem, nennen wir das mal, Schreib-Lese-Kopf verbunden ist, wie früher so ein Kopf über einem Magnetband. Also die Steuereinheit zu jedem Zeitpunkt, sie sieht als Eingabe das Symbol, das auf genau einem Feld steht. Und das ist sozusagen die Eingabe für die Steuereinheit. Und dann in Abhängigkeit von dem aktuellen Zustand und dem aktuell gelesenen Symbol macht die Turing-Maschine einen Schritt. Und was kann in einem Schritt alles passieren? Natürlich, der Zustand der Steuereinheit kann sich ändern. Dieses Symbol hier auf dem Feld, das gerade gelesen wird, das kann auch verändert werden. Also das kann hier nicht von der Turing-Maschine nicht nur gelesen werden, sondern auch überschrieben werden. Und diese Position, welches Feld wird denn gerade gelesen, die kann verändert werden, muss nicht. Also die Turing-Maschine kann da stehen bleiben, aber sie kann auch eins nach links oder eins nach rechts gehen. Also in Abhängigkeit von aktuellen Zustand Z und aktuell gelesenem Symbol. Es gibt eine Funktion, die sagt einem, was ist die neue Beschriftung des Feldes? Es gibt eine Funktion, die sagt einem, was ist der neue Zustand? Und es gibt eine Funktion, die sagt, in welche Richtung fährt der Kopf? Ja, dieser Schreib-Lese-Kopf. Also zum Beispiel in dem Fall hier vielleicht, das Feld wird jetzt. Da stand, was stand da? Stand da ein A, jetzt, da soll ein C stehen, dann wird das C hingeschrieben. Die Turing-Maschine geht in einen Zustand Z' und ihren Kopf bewegt sie eins nach rechts. Und dieses Stehenbleiben, eins nach rechts fahren, eins nach links fahren, das wollen wir vielleicht formalisieren mit plus 1 heißt eins nach rechts, minus 1 heißt eins nach links und 0 heißt stehenbleiben. Das ist ein Schritt einer Turing-Maschine. Symbol lesen und in Abhängigkeit von Symbol und aktuellen Zustand Feld beschreiben, neuen Zustand annehmen, Kopf bewegen. Oder nichts mehr tun. Diese drei Funktionen G, F und M, die dürfen partiell sein, aber bitte alle drei definiert oder alle drei undefiniert. Und wenn das undefiniert ist, na, dann geht es eben nicht mehr weiter bei der Turing-Maschine, dann hat sie angehalten. Ja. Und das sind Turing-Maschinen. Das ist alles. Also eine endliche Zustandsmenge und ein Anfangszustand Z0 aus Z. Ein endliches Bandalphabet und stellen Sie sich
ruhig immer vor, dass insbesondere so ein Blank-Symbol mit dabei ist, damit man sagen kann, hier auf einem endlichen Abschnitt steht was Interessantes, der Rest ist noch leer. Und drei partielle Funktionen, im Allgemeinen partielle Funktionen, die einem alle drei sagen, in Abhängigkeit, alle drei in Abhängigkeit von Zustand und aktuell gelesenem Symbol. Was ist der neue Zustand? Was ist die Ausgabe? Also was wird auf das gerade besuchte Feld geschrieben und wo fährt der Kopf hin? Und entweder sind die alle drei definiert oder sie sind alle drei nicht definiert. Und die Dinger malt man dann manchmal auch so ähnlich hin wie endliche Automaten. Hier ist eine hingemalt, diese Turing-Maschine. Also Turing-Maschine, Abkürzung für Turing-Maschine ist üblicherweise TM. Und diese hier habe ich mal BB3 genannt. Und die hat also hier drei Zustände A, B, C. Und hier ist jetzt noch so ein vierter hingemalt, der heißt H. Und da, ja, und jetzt bei einem endlichen Automaten, also das sind sozusagen die Zustände der endlichen Steuereinheit. Und dann die Pfeile geben insbesondere immer für das Eingabesymbol, also für das, was gerade auf dem Band gelesen wird, an, was ist der neue Zustand. Also zum Beispiel im Zustand A, wenn die Steuer, also hier im Zustand A, wenn die Steuereinheit ein Blank-Symbol liest, dann sagt dieser Pfeil hinterher, der nächste Zustand ist B. Und was man jetzt aber zusätzlich noch, damit hat man gesagt, was ist der nächste Zustand. Und was man jetzt aber auch noch irgendwie sagen muss, ist, was wird auf das Feld geschrieben, das gerade besucht wird und wo fährt der Kopf hin? Und das macht man dann auch noch mit an die Kante dran. Da malt man dann hinter das gelesene Symbol einen senkrechten Strich und dann schreibt man hin, was ist das Symbol, das hingeschrieben wird und wo fährt der Kopf hin? Und statt plus 1, minus 1 schreibt man da oft auch R und L für rechts und links. Ja? Und diese Funktionen jetzt eben bei Turing-Maschinen sind partiell, also zum Beispiel für den Zustand H. Da sehen Sie, da gehen gar keine Pfeile mehr weg. Also im Zustand H, wenn jetzt die Turing-Maschine noch eine 1 oder ein Blank-Symbol liest, es ist nicht mehr festgelegt, was ist der neue Zustand, was schreibt sie, wo fährt sie hin. Die Turing-Maschine hat angehalten. Das ist in diesem Fall ganz offensichtlich, ja? Und es ist auch klar, wie man unter welchen Umständen die Turing-Maschine sofort anhält, ne? Dieser Pfeil markiert wieder den Anfangszustand. Wenn das erste gelesene Symbol eine 1 ist, sie lässt die 1 da stehen, also schreibt sie wieder hin, fährt 1 nach rechts und dann geht sie in den Zustand H und vorbei ist die Rechnung. Egal, was da sonst noch auf dem Band steht. Ja, und wieder, es kann, Sie können Schlingen haben, ja, wenn die Turing-Maschine im Zustand B ist und sie liest eine 1, sie schreibt eine 1 auf dieses Feld, also sie lässt die 1 unverändert und fährt nach rechts und bleibt im Zustand B. Das ist völlig legal. Und diesen letzten Übergang in Zustand H und dann stehen bleiben, das kann man sich sparen, denn und einfach den Zustand H und den Pfeil wegmachen und dann haben Sie hier diese Turing-Maschine, die für die gleichen Eingaben hält. Nur einen Schritt früher sozusagen. Und diese Turing-Maschine hat drei Zustände und deswegen, daher kommt die Bezeichnung BB3, die drei von der Bezeichnung. Woher das BB kommt, das sehen wir das nächste Mal, hoffe ich. So, statt solche Bilder zu malen, können Sie natürlich auch Tabellen hinschreiben. Da müssen Sie dann bitte immer gucken, also zum Beispiel für jeden Zustand eine Spalte, für jedes Eingabesymbol eine Zeile. Und dann, wenn definiert ist, meinetwegen im Zustand B, wenn die Maschine eine 1 liest, das ist das hier, ja. Im Zustand B, wenn sie eine 1 liest, sie schreibt eine 1, fährt nach rechts, bleibt in B. Das ist dann dieser Eintrag hier. Sie schreibt eine 1, sie fährt nach rechts, sie bleibt im Zustand B. Und so für jeden Pfeil hier links im Diagramm haben Sie hier rechts so einen Eintrag, ein Triple, die drei Dinge, die einen interessieren. Passen Sie auf. Das ist jetzt nicht einheitlich. Manche schreiben hier erst das Symbol hin, dann die Bewegungsrichtung, dann den neuen Zustand. Manche schreiben da auch erst den neuen Zustand, dann das Symbol, dann die Bewegungsrichtung hin oder sonst irgendwas. Das erkennt man aber typischerweise.
dann immer. Und diese Turing-Maschine hier. Ah, oh, nee, ich habe ja noch etwas. Da muss ich jetzt hier mit der Vorlesung höre ich jetzt hier auf, aber gehen Sie nicht weg. Ich habe ja noch etwas, was ich Ihnen zeigen will. Also, für die Vorlesung war es das. Schönen Dank. Aber wir haben ja noch Vorlesungsevaluation. Und dazu wollte ich Ihnen ja auch noch was sagen. Also, letzte Vorlesung haben Sie große Übungen bewertet, in der Vorlesung davor die Vorlesung. Hier sind die Ergebnisse. Ich habe, also hier in der ersten Zeile steht das Jahr und da stehen hier die Jahre, in denen ich die Vorlesung gemacht habe, 2008, 2009, 2010. Und dann jetzt hier für dieses Jahr die Ergebnisse für Vorlesung und große Übung. Hier unten drunter haben wir die Anzahl Fragebögen, Antworten, die wir gekriegt haben. Da sehen Sie früher, das waren wenig, schlicht und ergreifend, weil die Jahrgänge viel kleiner waren. Letztes Jahr waren es und vorletztes Jahr waren es über 300, dieses Mal nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass in den letzten beiden Jahren, die waren ungefähr so groß, die Jahrgänge wie dieses Mal. Da haben wir die Umfrage früher gemacht, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten und da sind einfach noch mehr dabei. Und dann haben Sie hier die Noten, also zum Beispiel für die Vorlesung. Und wenn Sie sich das mal angucken, dann da haben Sie mir dieses Mal im Durchschnitt eine 1,68 gegeben. Und wenn Sie das vergleichen mit den Noten der letzten Jahre, wo ich das gemacht habe, dann sehen Sie, dass das das Beste ist, was ich je hingekriegt habe. Das hat mich gefreut. Auch wenn ich es auch nicht ganz verstehe, ja. Also insbesondere im Vergleich zum letzten, also letztes Jahr habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum das auf einmal so viel schlechter war als im Jahr davor. Da gibt es offensichtlich eine große Schwankungsbreite, die ich nicht durch inhaltliche Änderungen erklären kann. Aber jedenfalls, Sie waren im Großen und Ganzen sehr zufrieden, offensichtlich. Und für die große Übung, war es dann so ähnlich, noch ein bisschen besser. Da haben aber weniger Leute abgestimmt, noch weniger, aber jedenfalls so ungefähr gleich gut, ja. Es gibt so ein paar Fragen, deren Noten sozusagen gehen dann immer ein und da wird dann daraus eine Zahl ausgerechnet, die die Qualität dieser Vorlesung ausdrücken soll. Und für diese Fragen habe ich hier auch nochmal die Bewertungen hingeschrieben. Zum Beispiel gibt es die Frage, der Aufwand für diese Vorlesung, finden Sie den Aufwand hoch oder niedrig? Und 3 ist in der Mitte. Und da sehen Sie, das war dieses Jahr 3,09 und in den anderen Jahren eierte das auch immer so ein bisschen um 3,0 rum. Ganz früher war es mal deutlich 2,6 unter 3 und tatsächlich, da war noch weniger Stoff in der Vorlesung, es gab auch weniger Leistungspunkte. Allerdings auch weniger Vorlesungsstunden. Ja. Und die andere Frage zum Aufwand ist nicht, wie hoch oder niedrig fanden Sie ihn, sondern finden Sie den Aufwand passend? Und tatsächlich, wenn Sie sich das angucken, also da ist jetzt bei passend, nicht passend, ist wieder 1 ganz gut und 5 ganz schlecht. Ja. Und wenn Sie sich das angucken, da sehen Sie interessante Effekte. Also bei der Einschätzung ist der Aufwand hoch oder niedrig. Dieses Jahr und letztes Jahr, die Unterschiede waren nicht groß, 3,009, 3,15. Bei der Frage, passt der Aufwand, war der Unterschied sehr groß, ja? 1,78, 2,22. Hier verbirgt sich möglicherweise ein Teil der Erklärung dafür, warum die Gesamtnote letztes Jahr schlechter war, ja? Vielleicht, man weiß es halt alles nicht so genau. Ja, und Frage nach Struktur der Vorlesung. Das fanden Sie dieses Jahr auch wieder viel besser als letztes Jahr. Dabei, ich darf Ihnen versichern, die Struktur hat sich überhaupt nicht geändert. Ja, und so Motivation und eingehen auf Fragen, das ist so wie üblich. Also da gab es jetzt keine großen Änderungen. Ja, das wollte ich Ihnen gezeigt haben und für die große Übung halt so ähnlich, ja, wie für die Vorlesung. Zusätzlich zu diesen ganzen Fragen, wo dann irgendwelche Durchschnittswerte rausplumpsen, gibt es ja auch noch Freitextantworten.
Und die habe ich mir auch schon so ein bisschen durchgelesen. Es ist ziemlich viel. Auf eine Sache möchte ich eingehen. Im Zusammenhang mit der großen Übung haben das letzte Mal doch mehrere Leute tatsächlich geschrieben, ah, dieses Format mit große Übung in jedem Block, so am Anfang 20 bis 30 Minuten, das finde ich eigentlich nicht so toll. Ich fände es schöner, wenn man immer eine große Übung zu einem Kapitel macht. Immer dann, wenn ein Kapitel fertig ist oder so. Oder einmal in der Woche eine Dreiviertelstunde, so etwas. So haben wir das früher immer gemacht, in der Tat. Allerdings haben wir dann bei der Bewertung der großen Übung immer als Kritik bekommen. Ja, die große Übung, die ist ja nicht so gut abgestimmt auf die Vorlesung und die Tutorien. Und manchmal kriegt man was in der großen Übung vorgesetzt, bevor es in den Tutorien dran war und so. Und deswegen haben wir das irgendwann überhaupt so umgestellt, dass zwischen dem Zeitpunkt, wo etwas in der Vorlesung dran war und dem Zeitpunkt, wo etwas in der großen Übung dran ist, genau eine Woche ist, damit garantiert jeder genau einmal in seinem Tutorium das hatte. Also, es ist schwierig, ja. Für mich gefühlt ist es auch manchmal komisch, da noch auf Dinge nochmal einzugehen, die vor einer Woche in der Vorlesung waren. Aber ja, also keine Ahnung. Man wird sehen, wie es der nächste Dozent nächstes Jahr machen wird. Es gibt Freunde der einen Methode, es gibt Freunde der anderen Methode. Da können wir jetzt nochmal systematisch nochmal Umfragen veranstalten, wer findet was besser. Ja. Genau, das wollte ich Ihnen noch gezeigt haben. Und damit bin ich dann wirklich für heute mit meinen Dateien am Ende. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.